Hallo und herzlich willkommen, Christoph Pützi mit einem neuen Video aus Borrego Springs oder aus der Nähe von Borrego Springs in Kalifornien. Bin mit dem Truck unterwegs und habe den Hund dabei. Und so sieht die Landschaft hier aus, wo wir gerade sind. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen Offroad fahren hier. Das ist der Plan für heute. So, was ich gerade mache, ich lasse Luft aus den Reifen drauf. Das wird hier gleich etwas sandig werden und mit etwas weniger Luftdruck in den Reifen ist halt die Fahrtqualität ein bisschen besser, also ein bisschen softer. Und außerdem habe ich dadurch mehr Bodenhaftung, weil der Reifen ein bisschen breiter ist. Und das ist das, was ich mache. Ich habe da jetzt zwei so Ventildinger drauf, die lassen die Luft raus bis zu einem vorgegebenen Luftdruck. Und dann geht es auch schon wieder weiter. So, hier könnt ihr sehen, wie sehr die Kamera vibriert. Hier sind also die sogenannten Washboards, diese Rillen im Trail. Und der Wagen vibriert natürlich. Und das Ziel ist eigentlich, dass man hier relativ schnell drüber fährt. Und dann vibriert es nicht so stark. Was mir jetzt hier passiert ist, dass ich von einer Gruppe von anderen Offroadern überholt worden bin. Und zwar, weil ich erst mal am Anfang sehen wollte, wie sehr ist die Sache mit dem Luftdruck und muss ich noch mehr Luft rauslassen und was ist der optimale Speed für meinen Truck. Und dann sah ich diese Gruppe von hinten kommen mit einer riesigen Staubwolke, habe dann hier entsprechend angehalten und habe die vorbeifahren lassen und danach habe ich mich dann wieder auf den Weg gemacht. Ich habe auch den Hund hinten drin und musste natürlich daran denken, dass das für den Hund alles sehr noch ungewohnt ist. Und Teil dieser Fahrten, die ich mache, sind halt auch Training für den Hund, damit Shelby sich an diese Art von Offroad-Driving gewöhnt. So, hier sind jetzt zwei vorbeigerauscht. Man kann die Staubwolken sehen, also der Truck war danach auch richtig dreckig. Aber wie gesagt, mein Ziel war eigentlich, dass ich so 40 bis 50 Meilen pro Stunde an Geschwindigkeit erreichen wollte, um halt einfach dann diese Washboards zu übergehen, dass ich da halt dann entsprechend nicht diese Vibrationen mitmachen würde, weil der Wagen einfach schneller ist und nicht in diese Rillen reinkommt mit den Reifen. So, hier komme ich jetzt langsam an den sogenannten Fonz Point. Das ist also der Aussichtspunkt, zu dem ich hier gefahren bin. Die Straße oder der Trail ist jetzt hier nur noch einspurig und es ist auch eine Einbahnstraße. Und es ist relativ sandig, ist jetzt nicht von einer Offroading-Perspektive her sehr anstrengend. Es ist einfach wirklich, sage ich mal, ein softer Trail. Also relativ einfach zu fahren. Man kann sehen mit der Kamera, der Wagen wackelt natürlich ein bisschen hier und da. Aber was mir hier wirklich so gefallen hat, ist die Landschaft und dass da niemand ist.
Wenn ich jetzt gleich an den Parkplatz komme vom Fons Point, da sind natürlich ein paar Leute und auch ein paar Autos, und zwar die, die mich entsprechend überholt haben. Aber die Fahrt dahin ist wirklich, ich sag mal, man ist schon relativ isoliert, wenig Leute insgesamt. Und das sind so die Landschaften hier im Südwesten der USA, die mir persönlich unheimlich gefallen. So, hier komme ich jetzt an den Parkplatz. Man kann die anderen Fahrzeuge sehen. Es sind zwar ein paar Leute hier und ein paar Autos, aber insgesamt ist es relativ leer hier. Also ich habe es schon gehört, dass es hier wesentlich voller sein kann. Alle Fahrzeuge, die man hier sieht, sind Offroad-mäßig entsprechend ausgestattet. Und naja, das waren so ein paar Bumps wirklich so im Weg hierhin, wo ich sagen würde, ein normaler Wagen, ein Sedan, wie sie hier heißen, oder auch vielleicht ein normales Straßen-SUV, hätte eventuell Probleme. Muss man also zumindest aufpassen, dass man die richtige Linie fährt. Aber ansonsten, all diese Fahrzeuge haben eigentlich eine sehr gute Bodenfreiheit. Auch der Sprinter-Van, der hier vor mir steht. So, bevor ich mich dann als Tourist betätigt habe, habe ich erstmal den Hund genommen und bin hier ein bisschen die Straße zurückgegangen. Das ist also der Trail, auf dem ich gerade hergekommen bin. Einfach damit der Hund entsprechend mal sich auch ein bisschen bewegen kann. Habe natürlich vorher auch mit Shelby vorher in Borrego Springs angehalten, dass sie sich da mal ein bisschen bewegen kann. Aber das sind so die Sachen, die mache ich, wenn ich mit ihr unterwegs bin, entsprechend ihr auch den Auslauf gebe dann. So, hier bin ich dann am Fons Point im Anza Borrego State Park und ich lasse einfach mal die Bilder für sich selber sprechen. Die Landschaft ist einfach einmalig, kann man also unheimlich schwer beschreiben. So, Hunde sind hier leider auf dem Trail nicht erlaubt. Ich bin jetzt eben alleine da gewesen. Shelby ist im Auto. Das Schiebedach ist weit auf. Die Fenster sind fast halb runter. Es ist warm hier. Also es sind sicherlich so 25 Grad, würde ich sagen, in der Sonne. Und deswegen muss ich schon gucken, dass im Auto nicht zu heiß wird. Bin jetzt auch nur knapp 7-8 Minuten da oben gewesen. Aber interessante Sache da oben. Halleluja. So, hier arbeite ich mich dann jetzt entsprechend aus dem Parkplatz wieder heraus. So, der Trail ist dann immer noch etwas einspurig, aber nach einer Weile öffnet er sich dann wieder und ist entsprechend in beide Richtungen befahrbar. Natürlich muss man dann auch wieder über diese Washboards drüber hinwegfahren. Habe mich dann entsprechend in Richtung Straße vorgearbeitet. Thank you.
Das soll es dann mal für heute sein. Ich hoffe, dieser Ausflug nach Borrego Springs und in den Anza Borrego Desert State Park hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche im nächsten Video. So, schöne Grüße aus Kalifornien. Bis demnächst. Tschüss.